Flotsam war die erste Band des Abends. This is the title track of the album for you. Doomsday for the Deceiver. Yeah.
you say I live, you die. Can you say it? Say it. I live, you die. I live, you die. I live, you die. Michael Spencer on bass. I live, you die. We'll be right back.
sauberer Sound, toller Gesang, besser als auf Platte, gut improvisierte Soundlücken ausgefüllt. Aber live hat die Band noch einiges zu lernen, bewegt sich nicht genug, aber die Bühne war auch zu klein. Also gut für die Platte ist, so schlecht war der Eindruck des Live-Gigs. Das liegt mit Sicherheit auch daran, dass sie wenig Platz hatten, aber trotzdem hat man ihnen angemerkt, dass sie noch viel tun müssen. Absolut unprofessionell ist, dass man nur einen Bass mit hat und dann bald 20 Minuten braucht, um eine Seite zu wechseln. Die gab der Bass leider seinen Geist auf. Nicht nur das nahm Einfluss auf den Auftritt der Band. Man spürte deutlich die geringe Live-Erfahrung und die Schwierigkeiten mit dem Umgang einer sehr kleinen Bühne. Es nahm einige Zeit in Anspruch, den Bass wieder hinzukriegen. Erstmal ein Interview mit der Band. Ich hörte von Flotsam und Jetsam zum ersten Mal, als Doomsday for the Deceiver veröffentlicht wurde. Ich bin ganz sicher, dass auch ihr als Gruppe eine Vergangenheit habt. Wir veröffentlichten ein Demo-Tape bei Metal Blade, auf dem unter anderem I Live Your Die war. Ein zweites Demo folgte, immer noch mit I Live Your Die, nur ein bisschen besser abgemischt und unter anderem mit Iron Tears. Wann fand das alles statt? In welchem Jahr? Wann habt ihr als Gruppe angefangen? Wie so gegen Ende 85. Soweit ich gehört habe, kannte euch bis zur Veröffentlichung von Doomsday in Deutschland niemand. Ja, Doomsday ist kind of a, it's kind of a Hammer-Album. It kind of hit everybody all at once. Doomsday ist eine Art Hammer-Album. Es schlug viel besser ein, als wir jemals gedacht hätten. Wir denken, es hätte noch besser werden können, aber wir sind glücklich damit. Wir haben unheimlich gute Reaktionen darauf. Jeder weiß mittlerweile, dass Jason zu Metallica gewechselt ist. Mike Spencer ist euer neuer Gitarrist. Ich denke, jeder gute Musiker hat seine individuelle Art zu spielen. Hat sich mit Mike euer Stil geändert? It's still Flotsam. We're still a unit as a band. And we like what he does for. Ein wenig, aber wir sind immer noch Flotsam und Jetsam. Wir sind eine gute Einheit als Band. Wir mögen, was er macht. Er ist ein guter Bassist und ein super Typ. Jason war der Songwriter in eurer Gruppe. Schreibt Mike auch? Everybody did their little parts and writing the songs, but he did all the lyrics for the band. And I guess Jason hat zwar die meisten Texte geschrieben, aber jeder von uns hat einen Teil zur Musik beigetragen. Zum Text haben auch Eric und Ed mit beigetragen. Ich kann wirklich sagen, dass Jason nicht die ganze Musik geschrieben hat. Viele Heavy-Metal-Gruppen haben einen ganz speziellen Outfit. Ihr seid nicht so, soweit ich das beurteilen kann. Gibt's da auch einen Grund für? Well, it's we're ourselves. We're not trying to impress anybody. We're just playing for ourselves. We don't need all that. Wir wollen niemanden imponieren. Wir spielen für uns und brauchen diesen ganzen Mist nicht. Nägel und so weiter. Wir brauchen auch nicht teuflisch auszusehen. Unsere Musik ist ja auch nicht teuflisch. Wir machen einfach Flotsam Music. Das Publikum scheint einfach eine bessere Beziehung zu uns zu haben, wenn wir genauso aussehen wie sie. Wir sind auf der Bühne genauso einfach wie auf der Straße. Wir wollen einfach Spaß haben, Musik machen und selbst wenn niemand uns hören wollte, würden wir weiterspielen. Es ist natürlich schöner mit Publikum. If other people want to come enjoy it, then that's even more better. We love it. Ich habe gehört, dass ihr für Amerika in Amerika bei Elektra gezeichnet habt. Was denkt ihr, warum wechseln Gruppen von Independent Companies zu Major Firmen über? Liegt es am Geld oder denkt ihr, dass die PR einfach besser ist? We're doing it mainly for the promotion. I mean, this is like everybody's dream, every musician's dream is to become. Wir wechselten hauptsächlich wegen der PR über. Der Traum eines jeden Musikers ist doch berühmt zu werden und reich. Das Geld ist nicht so wichtig. Wir wollen Spaß haben und dass die Leute wissen, was wir machen. Famous or whatever, rich. We really don't care about the money, but we're just having fun and we're letting people know what we can do. It's gonna help with Elektra. Megadeth, the Headliner. Ich hätte so gern für euch ein Interview mit Dave Mustaine gemacht, aber wie das Schicksal so spielt.
4 Leute der zuständigen Plattenfirma, der Ausspruch Rosie, du bist gleich dran, Dave kommt jetzt zu dir. Wenn ich kam, war David. Er saß zwar nur einen Tisch weiter, doch was soll's, wahrscheinlich bin ich einfach nicht penetrant genug. Die Frage, die mich eh am meisten interessierte, hätte er mir höchstwahrscheinlich eh nicht beantwortet. Warum er damals von Metallica weg ist. Von Lars, Drummer von Metallica, weiß ich, um es höflich auszudrücken, er hatte nicht die gleiche Arbeitsauffassung. Und zu mehr will ich mich über dieses Thema auch nicht äußern. Ich will euch hier auch nicht mit zu viel Gerede aufhalten. Die Performance war etwas steif und langweilig. Nach anfänglichen Versuchen des Stage-Divens gebot Dave den Tumult auf der Bühne Einhalt. Es hätte sicherlich Riesenprügeleien gegeben. Doch was soll's, die Musik war super.